Bei der Hintergrundgestaltung überlasse ich nichts dem Zufall. Ich offenblende jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich in Deutschland ein Fotograf in die Offenblende. Und damit herzlich willkommen hier wieder bei Akigraphie Live. In der heutigen Folge widme ich mich mal dem beliebten Thema Offenblende. Ja, es ist Sommer, es ist schön, es ist warm draußen und meine Motive, meistens sind es leicht bekleidete junge Damen, müssen vom Hintergrund freigestellt werden. Offenblendige Fotos sind voll im Trend. Man findet hier sogar im Duden einen Eintrag dazu. Und hier heißt es, als offenblendig fotografieren bezeichnet man das zwanghafte Separieren des Motivs vom jeglichem Hintergrund, ob notwendig oder nicht. Hierbei wird die Ambivalenz aus minimalstem Fokusbereich bei gleichzeitiger Forderung an maximaler Bildschärfe eingefordert, um eine möglichst professionelle Bildwirkung beim Betrachter zu erzielen, ungeachtet dessen Wahrnehmung und individuellen Anspruch an das fotografische Werk. Okay, das war jetzt Spaß. Klar, da steht so natürlich nicht im Duden drin. Diese kabarettistische Einlage über den Duden soll eigentlich das Thema locker angehen. Denn gerade an diesem Bereich scheiden sich die Geister und dieses offenblendig fotografieren Thema wird von den meisten Fotografen so stark in den Vordergrund gerückt, dass hier manche nicht so wirklich gerne drüber diskutieren möchten. Also sprich, das 85mm 1.2 ist Pflicht und am besten noch auf der Vollformat, damit hier die maximale und bestmögliche Freistellung vom Hintergrund, also das Separieren des Motivs vom Hintergrund erreicht wird. Stimmt das eigentlich? Ich möchte das sehr komplexe Thema mit einem Bild verdeutlichen. Ein sehr geschätzter Fotokollege von mir hat mal gemeint, dass diese Bilder mit Blende 5.6 oder Blende 8 einfach billig aussehen. Und da hat er, wenn man das Motiv jetzt mal betrachtet, auch absolut recht. Das ist so das typische geknipste Bild. 20mm Blende 5.6, das Hauptmotiv ist vom Hintergrund in keinster Weise getrennt. Das Hauptmotiv verschwimmt mit dem Hintergrund so stark, dass sich beide kaum voneinander unterscheiden. Also was tue ich? Na klar, Blende aufreißen. Und dann kommt dieses Bild hervor und dann sieht man schon, alles klar, das Hauptmotiv trennt sich schon mal ganz klar vom Hintergrund. Konsequenz, beim Objektivkauf muss ich darauf achten, dass ich eine hohe Anfangsblende drin habe. Ein Objektiv mit Blende 5.6 als maximale Blende kommt daher nicht in Frage. Weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Oder doch? Denn was passiert, wenn ich mich meinem Motiv mehr nähere, aber wieder auf Blende 5.6 zurückgehe? Der Hintergrund ist jetzt komischerweise doch unscharf, obwohl ich vorhin mit Blende 5.6 keinen unscharfen Hintergrund bekam und mein Motiv ist schön getrennt vom Hintergrund. Öffne ich jetzt meine Blende bei demselben Abstand zum Hauptmotiv nochmal, wird der Hintergrund noch unschärfer. Und damit habe ich die maximale Trennung erreicht. Damit ist das Thema aber leider immer noch nicht durch. Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich meinem Motiv gar nicht so arg nähern müssen, weil ich möchte ja noch ein bisschen was vom Hintergrund drauf bekommen, kann ich Folgendes machen. Ich nehme anstatt 20mm ein 45mm Objektiv und entferne mich wieder von meinem Hauptmotiv. Und siehe da, komischerweise ist bei Blende 5.6 der Hintergrund jetzt doch auch unscharf. Öffne ich jetzt hier die Blende sogar noch, dann wird der Hintergrund richtig verwaschen. Ich verliere allerdings hier schon einiges an Details am Hauptmotiv. Ihr seht also, das Thema Freistellen vom Hintergrund lässt sich nicht einfach mit geöffneter Blende lösen, sondern es gibt diverse Methoden, das zu tun. Fotoenthusiasten werden sagen, Aki, komm bitte zum Punkt, denn was du da zeigst, ist kein spannendes Motiv, das ist einfach nur kurz langweilig. Und ich stimme hier zu. Natürlich ist eine wunderschöne junge Frau hier deutlich spannender als so eine Kornähre und das Freistellen vom Hintergrund mit geöffneter Blende macht bei schönen Motiven natürlich auch deutlich mehr Spaß. Wenn man sich mal die Portfolios von berühmten Fotografen in dieser Szene anschaut, sieht man eine Menge von wunderschönen jungen Frauen vor einem sehr weichen Hintergrund. Bilder, bei denen man sich fragt, Leistung des Fotografen? Fragezeichen? Ein bildhübsches Modell in entsprechendem Licht offenblendig zu fotografieren, ist keine große Kunst, liebe Freunde. Ein kontrastreiches Verhältnis zwischen Vorder- und Hintergrund herzustellen, jedoch schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spätestens in Reihe 3 bekomme ich hier das große Gähnen.
und nicht, weil mich die Frauen nicht ansprechen oder die Motive irgendwie nichts für mich sind und ich andere anders fotografiere, sondern weil ich einfach sage, im Grunde genommen ist das nichts weiter als Copy and Paste. Ich tausche einfach nur das Modell aus. Der Hintergrund ist so verwaschen und so unscharf, dass eigentlich der Hintergrund auch keine Rolle mehr spielt. Und wenn man das Thema weiterdenkt, kann man sich auch gleich ins Studio zurückziehen und eine graue oder weiße oder schwarze Leinwand nehmen, denn dann erhält das Modell seinen maximalen Kontrast. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, müsst ihr zugeben, dass wenn ich jetzt diese wunderschönen Motive, diese tollen Frauen ersetze mit normalen Frauen, die nicht toll gestylt sind, die keine Modelmaße haben, die kein perfektes Gesicht haben, dann funktioniert die gesamte Szene nicht mehr. Und ich als Fotograf habe eben nicht immer die tollsten Motive vor der Kamera. Und ich muss mir überlegen, was kann ich dann tun? Welche Art der Freistellung kommt dann noch in Frage? Und wie kann mein Motiv davon gewinnen? Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Ich bin jetzt seit vielen Jahren Grafiker und erinnere mich noch sehr gut an die Zeit meines Studiums, in dem in vielen, vielen, vielen Lektionen mir beigebracht wurde, die Vorder- und Hintergrundbeziehung von Motiven und Flächen zu beachten. Wir ersetzen jetzt mal die schönen Frauen mit einem nicht ganz so spannenden Motiv, nämlich so einem Grenzpfahl. Ich habe den deswegen gewählt, weil ich möchte, dass das eigentliche Thema nicht von einer schönen Frau abgelenkt wird, sondern mit diesem Grenzpfahl möchte ich zeigen, wie man den Hintergrund in der heutigen Sicht von vielen Fotografen zu trennen hat. 45 mm Blende 1.8 und der Hintergrund ist schön unscharf. Und jeder würde sagen, ja prima, jetzt befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Jetzt kaufen wir noch ein 85 mm Blende 1.4 und bekommen unseren Hintergrund noch unschärfer. Und damit haben wir eine prima Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund. Und damit ist das Thema gegessen. Wähle ich jetzt aber einen anderen Hintergrund, nämlich einen dunklen, kommt mein Hauptmotiv genauso zum Vorschein und obwohl ich hier Blende 2.8 gewählt habe und der Abstand zum Hintergrund nicht allzu groß ist, sticht mein Motiv viel stärker vor als bei 85 mm Blende 1.4. Und warum? Weil der Vordergrund heller ist als der Hintergrund und damit ein starkes Kontrastverhältnis gegeben ist. Natürlich ist es kein besonders tolles Bild, das soll jetzt allerdings nur zum nächsten Thema überleiten. Natürlich ist ein Kontrastverhältnis nicht nur mit einem weißen Vordergrund und einem dunklen Hintergrund gegeben. Natürlich, und ich möchte das auch gleich vorausschicken, um nicht falsch verstanden zu werden, ist das Freistellen des Motivs vom Hintergrund mit dem Weichzeichnen des Hintergrunds ebenfalls eine Möglichkeit, Kontraste zu schaffen. Um den Hintergrund, also wie im Intro gelernt, weich zu bekommen, ist es falsch, eine niedrige Brennweite und eine hohe Blende zu wählen. Also wie hier, 20 mm, Blende 10. Der Hintergrund und der Vordergrund trennt sich 0. Also näher ran ans Motiv und Blende auf. Und zack, ist der Hintergrund weicher. Das Dumme ist nur, bei 20 mm verzerrt mir mein Motiv natürlich bei entsprechendem Abstand ziemlich. Also nehme ich 40 mm. Und hier sieht man schon, dass ich bei Blende 4 den Hintergrund schon ziemlich unscharf bekomme. Ich habe also nichts weiter gemacht, als mich zu meinem Motiv näher heranzubewegen, mit einer Brennweite, die nicht allzu stark verzerrt und mein Hintergrund ist schön weich. Wähle ich jetzt noch eine offene Blende, sofern mir das möglich ist, habe ich das optimale Weichzeichnungsergebnis und ein schönes Bokeh erreicht. Ich kann dasselbe aber auch erreichen, indem ich eine sehr hohe Brennweite wähle, nämlich 150 mm und das sind nur Blende 5.6. Natürlich würde ich meinen Hintergrund mit einer Blende 2.8 hier jetzt noch weicher bekommen, würde allerdings das Motiv nicht deutlich verbessern, denn der Hintergrund ist schon sehr, sehr verwaschen. Da ich allerdings bei Brennweiten von 150 mm nicht immer den Platz habe, kommt hier Vollformat ins Spiel. Und ich weiß, die ersten scharren jetzt schon mit den Hufen und sagen, wann kommt er mit der Vollformatkeule? Und die muss ich jetzt an der Stelle auch bringen. Denn Vollformat hat, was die Weichzeichnung des Hintergrundes anbelangt, einen entscheidenden Vorteil. Möchte ich also die größtmögliche Freistellung vom Hintergrund erreichen, dann greife ich zu Kleinbild, zu Vollformat. Denn damit kann ich nach gängiger Meinung mit meinem offenblendig arbeitenden Objektiv
am meisten Tiefenunschärfe erreichen. Meine mittlerweile recht bekannte Vollformatfolge hat diese beiden Bilder im Vergleich gehabt, indem ich eine Vollformat mit einer APS-C-Kamera verglichen habe, um das Bokeh miteinander zu vergleichen. Und ich bekam für dieses Bild ziemlich eins auf die Mütze, denn für einen Vollformatler ist dieser Vergleich nicht richtig. Um das zu verdeutlichen, machen wir mal einen Test. Wir stellen eine Vollformatkamera auf und nehmen unser Motiv im Abstand von, sagen wir mal, 10 Meter. Reißen die Blende auf mit 2,8. Ergebnis, ich habe einen entsprechend weichen Hintergrund. Nehme ich jetzt eine Crop-Kamera und stelle sie an die Stelle der Vollformatkamera, verändere also nicht den Abstand zum Motiv, werde ich feststellen, dass der Hintergrund nicht so weich ist wie bei Vollformat. Und das ist die Vollformatmagie, der Gandalf der Fotografie. An der Stelle wird allerdings immer eine Sache unterschlagen. APS-C ist in der Lage, auch MFT, durch entsprechenden Abstand zum Motiv, also die Verringerung des Abstands zum Motiv, exakt den gleichen weichen Hintergrund zu erzeugen. Vollformat ermöglicht nur, also nur in Anführungszeichen, das Freistellungspotenzial bei Offenblende eines Objektivs in seiner tatsächlichen Brennweite, wofür ich bei Crop, um das Gleiche zu erreichen, halt näher ran muss. Die Hintergrundunschärfe als Beispiel bei 85 mm 1,8 ist die gleiche wie bei Crop, nur habe ich eben bei Crop einen engeren Ausschnitt. Und das ist das, was mir bei diesem Vergleichsbild auch zu Recht angelastet wurde, dass das kein fairer Vergleich sei. Aber wenn wir schon bei fair sind, muss man an der Stelle auch fair bleiben, denn das Freistellungsergebnis kann ich mit Crop genauso erreichen, nur muss ich näher an mein Motiv heran. Ich weiß, die Vollformat-User sagen an der Stelle ja, Moment mal, mein lieber Freund, genau das ist doch der große Vorteil und genau das will ich doch auch haben mit Vollformat. Und da stimme ich euch auch zu, denn es ist natürlich praktisch, sein Objektiv entsprechend so einzusetzen, wofür es auch gedacht ist, ohne mich ständig hin und her bewegen zu müssen oder an der Brennweite etwas zu ändern. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das offenblendige Fotografieren mit Vollformat keine Magie. Und an der Stelle muss man auch ehrlich sein, denn dieser Vorteil von Vollformat, also diese 5 Meter Abstand, die ich mir spare, kosten im Extremfall um die 1700 Euro, wenn ich jetzt mal eine A7 R2 gegen eine A6000 antreten lasse. Und wie im Intro und in dem nachfolgenden Bildbeispiel mit dem Buddha gezeigt, bin ich also als Crop-User jetzt nicht irgendwie behindert oder kann überhaupt nicht freistellen, weil ich keine Vollformatkamera besitze. Für mich eines der Gründe, mich gegen Vollformat zu entscheiden. Das heißt aber nicht, ihr sollt eure Vollformat jetzt einmotten. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil und den darf man auch nutzen, wenn ich so eine Kamera habe. Bei allem Vorteil für Vollformat muss man allerdings auch an der Stelle sagen, Vollformat hat in Sachen Freistellung auch seine Grenzen. Denn Vollformat unterliegt, wie die Crop-Kamera, genauso der Physik. Wenn wir also weitwinkliger fotografieren wollen, und ich nehme hier mal als Beispiel das 28mm Sony Blende 2, dann sieht man, sollte ich ja eigentlich jetzt im Hintergrund mehr Unschärfe haben, wenn man das jetzt gerade eben sich nochmal in Erinnerung ruft, was vorhin über Vollformat lobend erwähnt wurde. Leider ist dem aber nicht so. Der Hintergrund ist trotz Blende 2 einfach nicht unscharf. Und ich konnte das nur erreichen, indem ich in der Bildbearbeitung das Modell entsprechend noch herausgearbeitet habe mit Bildbearbeitungstechniken und natürlich auch etwas künstlicher Weichzeichnung. Dasselbe Problem entsteht allerdings auch bei höherer Brennweite. Das ist das 55mm bei 1,8 auf der Vollformat. Und auch hier ist der Hintergrund nicht berauschend unscharf bei Blende 1,8. Auch hier musste ich in der Bildbearbeitung noch etwas tun. Denn das ist das Entscheidende. Es kommt nicht nur auf die geöffnete Blende an, sondern auch auf den Kontrast und auf die Vorder- und Hintergrundbeziehung, die stimmig sein muss. Und ein letztes Beispiel. Ich nehme wieder das 55mm, reiße die Blende wieder auf bei Blende 1,8, habe hier allerdings wieder nicht ausreichend Freistellung, um das Modell vom Hintergrund zu trennen. Selbst wenn ich jetzt hier ein
85 mm 1.4 simuliere, das ist jetzt rein Photoshop, aber ich möchte nur den Hintergrund weicher bekommen, wird man auch sehen, na, die Vorder-Hintergrund-Beziehung ist immer noch nicht so wirklich gegeben. Vollformat ist auch hier nicht in der Lage, den Hintergrund entsprechend weich zu bekommen. Denn bei einem 85 mm, auch bei Blende 1.4, hätte ich mich viel, viel weiter weg bewegen müssen vom Modell und dann ist mein Hintergrund eben nicht so weich, wie wenn ich mich meinem Motiv nähere, so wie ich das im Intro und in dem Beispiel mit dem Buddha gezeigt habe. Ihr seht also, selbst mit einem tollen Objektiv wie das 55 mm Zeiss kriege ich den Hintergrund nicht zu einem Bokeh, Porno, auch nicht mit Vollformat. Auch und erst recht nicht natürlich mit einer Crop-Kamera. Und das bedeutet natürlich auch in Konsequenz, dass offenblendig fotografieren eigentlich nicht die Methode ist, um tatsächlich eine Freistellung zu erreichen. Das Fotografieren mit Offenblende hat auch noch entscheidende Nachteile. Bei Offenblende kann es ganz schnell passieren, dass ich chromatische Aberrationen reinbekomme. Fast jedes Objektiv ist hierbei anfällig. Ein weiteres Problem ist, dass ich sehr, sehr viel Licht in meine Kamera reinbekomme und je nachdem, was ich dann fotografiere, ist so eine Technik wie HSS nötig. Das heißt, ich muss hier Zusatzequipment kaufen und die Kamera muss es übrigens auch können. Bei Offenblende habe ich natürlich den niedrigsten Schärfebereich. Das heißt also, je offener ich die Blende habe, desto weniger Schärfe habe ich. Bei Blendenwerten von 1.2 kann es also sein, dass wichtige Bildteile komplett in der Unschärfe verschwinden, obwohl ich eigentlich diesen freigestellten Look habe, aber dann wieder wichtige Bildteile, die ich trotzdem im Bild haben will, eben nicht mehr in der Schärfe sind. Je nachdem. Natürlich ganz wichtig, Offenblende muss man können. Auch ein Nachteil. Das ist vor allem für Vollformat-User ein bekanntes Phänomen. Wenn ich das nicht beherrsche, sitzt der Fokus meistens nicht. In der Regel habe ich relativ hohe Anschaffungskosten, denn so ein Objektiv ist verdammt teuer und wenn ich es in Verbindung mit Vollformat habe, habe ich schon mal einen halben Kleinwagen ausgegeben. Die Objektive sind meistens sehr, sehr schwer und sehr, sehr groß. Ich habe also auch einiges mitzuschleppen. Ein psychischer Effekt ist, dass ich in so eine Art Offenblende-Zwangsmodus gerate. Unter dem Motto Blende 6.3 kann ja wirklich jedes Objektiv gut und ich habe ja extra eins gekauft, wo ich mit Blende 1.2 fotografieren kann und deswegen muss ich jedes Bild mit Blende 1.2 fotografieren. Wozu habe ich das Objektiv denn eigentlich sonst? Und je nach Licht habe ich einen Kontrastverlust, der das Motiv verwaschen aussehen lässt. Das ist ein ähnlicher Effekt wie das berühmte Totblitzen im Studio. Man limitiert die Objektivauswahl bei Offenblende natürlich schon mal sehr stark. Dabei wird natürlich auch ganz schnell vergessen, dass Offenblende bei den folgenden Punkten eigentlich relativ wenig Sinn macht. Und das sind schon einige. Also zum Beispiel Nachtaufnahmen, insbesondere bei Langzeitbelichtung. Zum Beispiel, wenn ich mit Blende 16 fotografieren möchte, wegen diesen berühmten Lichtsternchen. Gegenlichtaufnahmen mit dem berühmten Sonnenstern sind mit Offenblende nicht möglich. Die berühmten Makros. Auch wenn es aussieht, als wäre es wirklich sehr stark freigestellt, das liegt vornehmlich am Abstand zum Motiv. Blende 1.4 zum Beispiel ist hier völlig sinnlos und würde hier viel zu viel Unschärfen bringen. Das heißt also, ich muss hier ganz stark abblenden. Innenraumfotografie, vor allem zu Dokumentationszwecken, kann ich mit Offenblende nicht machen. In der Tierfotografie, Wildlife-Fotografie, vor allem wenn es um Bewegung geht, kann ich mit Offenblende ganz schlecht arbeiten, denn meistens ist dann ein wichtiger Bildteil außerhalb vom Fokus. Das kann ich allerdings mit Telestellung des Objektivs kompensieren. Ganz klassisch in der Landschaftsfotografie der berühmte Satz, Sonne lacht, Blende 8, wer fotografiert schon Landschaften mit Blende 1.4? Und zu einem großen Teil natürlich auch die Architekturfotografie. Auch hier ist eine geschlossenere Blende sinnvoller. Und zum Schluss noch die Produktfotografie, also insbesondere technische Dokumentation, Katalogaufnahmen. Solche Sachen müssen von vorne bis hinten scharf sein, damit das Produkt komplett zu sehen ist. Das heißt, es macht also keinen Sinn, hier die Blende zu öffnen. So, und jetzt habe ich genug über die Offenblende gemeckert. Und zu Recht dürft ihr jetzt auch die Frage stellen, ja toll, okay, und wie stellst dann du frei? Also ich möchte euch euer Bokelisches natürlich nicht absprechen, klar. Sondern euch einfach zum Nachdenken anregen, ob man wirklich immer mit Offenblende separieren muss. Und ob jeder Hintergrund in die Blende 1.4 Waschmaschine gesteckt werden muss oder ob die stimmige Vorder- und Hintergrundbeziehung nicht am Ende irgendwo dann doch gefälliger ist. Beispiel dieses Bild.
Der Hintergrund ist jetzt weich gewaschen und ich könnte natürlich auch sagen, in Ordnung, da können wir jetzt natürlich noch eine Blende 1.4 nehmen, das ist jetzt Blende 1.8 oder eben noch eine Blende 1.2, dann wird der noch weicher und dann kommt hier diese Laterne deutlich besser zur Geltung. Das Bild ist aber völlig kontrastlos. Die Frage ist also nicht, wie bekomme ich den Hintergrund am softesten, sondern wie erhalte ich den größtmöglichsten Kontrast. Und dazu habe ich jetzt mal einen Kaktus fotografiert. Nicht gerade das schönste Motiv, aber ich möchte gerade hier zeigen, wegen diesen feinen Stacheln, was ich mit diesen Methoden der Kontrastseparierung meine. Das hier ist jetzt genau das, was ich mit der Lampe gemacht habe. Der Hintergrund ist zwar weich, aber das Bild verschwimmt. Also so freistellen ist am Ende dann nicht wirklich gut. Jetzt kann ich mir überlegen, ich stelle den Kaktus irgendwo hin, wo der Hintergrund so soft ist und ich die Blende so weit aufreiße, dass er wirklich keinerlei Störung mehr im Hintergrund hat. So wie hier. Das ist jetzt die Hauswand. Das Dumme ist nur, das Bild ist so langweilig, dass ich sagen muss, das ist jetzt ebenfalls nicht gut. Und mit dieser Methode kommen wir der Sache schon näher. Ich versuche den Vordergrund, nämlich die feinen Härchen und Stacheln des Kaktus, mit Licht zu versehen und den Hintergrund möglichst dunkel zu halten, sodass der Kontrast gegeben ist. Und jetzt sticht mein Kaktus hervor. Und am allerbesten ist es dann hier, wenn auch die Bildkomposition noch stimmt. Wenn der Hintergrund so gewählt wird, dass er den Vordergrund nicht stört, wenn das Licht den Vordergrund schmeichelhaft beleuchtet und wenn das Gesamtkonzept so ist, dass ich auch sage, okay, das ist jetzt auch ein Bild, das ich jetzt im Vergleich, ich zeige nochmal das erste, wirklich auch vorzeigen kann. Ihr seht also, es ist meine Aufgabe als Fotograf, für das bestmögliche Licht zu sorgen und mein Motiv so zu wählen, dass es im bestmöglichen Licht und im bestmöglichen Kontrastverhältnis stehen. Und dann darf ich natürlich auch noch die Blende dazu aufmachen. Das verbietet natürlich keiner. Kombiniere ich jetzt also Kontrast mit Telewirkung, kann ich das zwanghafte Aufreißen der Blende auch umgehen. Hier ein Beispiel. Das ist jetzt das 55 bis 210 mm bei Blende 4.5 und bei 111 mm. Wie man sieht, ist der Kontrast ganz stark gegeben. Das war kurz vor einem Gewitter mit Blitz. Die beiden Modelle stechen heraus wie gemeißelt und der Hintergrund ist schön weich. Ich brauche hier keine Blende 1.8, denn das würde mein Bild wieder viel zu hell machen, auch den Hintergrund viel zu hell machen und dann ist das Kontrastverhältnis nicht mehr gegeben. Oder hier 230 mm. Aber Blende 6.7, nicht Blende 1.8. Der Hintergrund ist sehr weich und das Modell sticht hervor. Ich brauche hier nicht wieder Blende 1.4 oder Blende 1.2, sondern kann mit der Telewirkung genau denselben Effekt erreichen und habe das Kontrastverhältnis gewahrt, indem ich die Lichtverhältnisse nicht zu hell mache. Das funktioniert bei entsprechendem Abstand ebenfalls sogar mit sehr hohen Blendenwerten. Auch hier wieder 230 mm, aber Blende 10, nicht Blende 1.4 oder 1.2. Auch hier erreiche ich eine saubere Freistellung und habe allerdings noch eine Sache gemacht. Ich separiere auch noch mit Kontrast in den Farben. Und dazu noch ein weiteres Beispielbild von einem sehr geschätzten Fotokollegen. Freistellen mit Farben, wie hier bei diesem Schwangerschaftsfoto, ist relativ einfach. Denn ich brauche nur die Komplementärfarben zu wählen. Blau und warme Rot- bzw. Orangetöne. Und das Modell hebt sich sofort vom Hintergrund ab. Man könnte hier sogar, obwohl er die Blende auf hatte, sagen, man hätte hier vielleicht sogar mit Blende 5.6 fotografieren können. Das Modell wäre trotzdem freigestellt. Und ganz extrem und wirklich meisterhaft gelöst von meinem Kollegen ist das hier. Hier wird nicht nur mit Komplementärfarben separiert, sondern auch mit Licht. Und wie man hier sieht, trennt sich durch das Gegenlicht die Haare und der Hintergrund, der dunkel ist, perfekt voneinander. Auch hier ist natürlich die Blende offen, aber hier sind drei Methoden auf einmal und jetzt funktioniert das Ganze. Wäre der Hintergrund wieder sehr hell, würde das nicht mehr funktionieren. Oh je, ich weiß, es war jetzt natürlich wieder eine sehr lange Folge. Und ich möchte abschließlich jetzt auch noch sagen, versteht mich hier bitte nicht falsch. Natürlich ist das Fotografieren bei 200 mm, wenn ich ein 70 bis 200 drauf habe, oder eben ein 150 mm deutlich schwieriger. Natürlich ist der Bildausschnitt deutlich enger. Und natürlich ist die Suche nach einem schmeichelhaften Hintergrund für das Modell auch nicht immer so leicht.
Und natürlich ist auch nicht immer das perfekte Licht da, um ein Motiv vom Hintergrund zu trennen. Aber eigentlich ist genau das die Aufgabe eines Fotografen, aus den gegebenen Umständen etwas Gutes zu machen. Eine Sache habe ich jetzt absichtlich nicht erwähnt, nämlich der Vorteil bei der Offenblende bzw. Objektive, die mit sehr hoher Blende arbeiten können, ist die Lichtstärke. Dazu gehe ich in meinem nächsten oder übernächsten Video mal separat ein. Das hat dann nichts mehr mit Freistellungen zu tun, sondern generell, was ist eigentlich Lichtstärke? Diese Folge war natürlich wieder für den einen oder anderen sehr unsachlich und mal wieder wenig physikalisch, labortechnisch beweisbar. Aber das sind meine Praxiserfahrungen und die Bilder, die ich zeige, sprechen ja auch irgendwo für sich. Nehmt es als Denkanstoß und nicht als Dogma. Offenblende ist zusammengefasst nicht dazu da, den Hintergrund ruhig zu bekommen, sondern das Motiv gefällig hervorzuheben. Wer also den Fehler macht, den Hintergrund mit Offenblende, Feinwaschgang zu bearbeiten, der legt irgendwann mal mehr Wert auf den Hintergrund anstatt aufs Motiv. Also der oft gesehene Bokeh-Porno ist dann meist nicht mehr als ja besagte Schmuddelfilmchen, bei dem die Handlung, also das Motiv, dann irgendwie unwichtig sind. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Kommentiert sehr gerne unter dem Video. Wie macht's ihr? Wie stellt ihr frei? Zeigt vielleicht auch mal eure best freigestellten Fotos. Zeigt mir generell eure Portfolios, Instagram-Accounts und so weiter. Da bin ich sehr neugierig. In diesem Sinne, man sieht sich mal wieder auf einem meiner Videos. Bis bald. Ciao, ciao. Euer Aki.